Nico, erstmals Gratulation zum ersten Spiel. Der Einstand ist gelungen. Wie war bisher für dich der Lehrgang und das heutige Spiel? Also ja, für mich war es super. Ich bin super aufgenommen worden von der Mannschaft. Die ersten Tage waren echt gut, gute Trainings gehabt. Und jetzt das Spiel ist natürlich super, dass wir 4-2 gewinnen und perfektes Debüt. Ja. Du hast sicher mitbekommen, dass die Spiele gegen Israel immer etwas ganz Besonderes bei uns waren. Wie hast du die 90 Minuten wahrgenommen? Ja, turbulent. Also ich muss mal sagen, natürlich beim 1-0 war es ein bisschen bitter für mich. Aber wir sind gut zurückgekommen. Vor allem nach der Halbzeit. Die zweite Halbzeit war super und haben wir verdient gewonnen. Du hast vorher gesagt, der Trainer hat es dir gestern schon gesagt, dass du heute spielen wirst. Was hat er dir für das heutige Spiel mitgegeben? Ja, dass ich mein Spiel spielen soll, dass ich mutig spielen soll und dass ich zeigen soll, was ich kann. Und ja, das habe ich, denke ich, gemacht. Das heißt, du bist auch zufrieden mit deiner Leistung, mit der Leistung des Teams, weil Rückstand zweimal wieder zurückkommen ist, denke ich, nicht so einfach. Ja, auf jeden Fall geht es immer besser, aber im Endeffekt haben wir gewonnen 4-2 und das muss man auch mal gegen Israel. Letzte Frage, wichtige drei Punkte, für dich auch eine Motivation, vielleicht auch im letzten Spiel Gas zu geben, falls du spielen willst? Ja, auf jeden Fall. Also es war mein erstes Spiel, erster Sieg und im zweiten Spiel, ja, wir haben einen zweiten Sieg auf jeden Fall. Danke. Okay.